Willkommen zurück zur Erzählung der glorreichen Bauernrepublik Dithmarschen. Wir sind in einen Angriffskrieg gerufen worden von Köln, um die Eroberung von Oberhessen zu unterstützen. Und bevor wir uns diesem Krieg widmen, möchte ich einmal mit euch in unsere Diplomatie reingucken, beziehungsweise in die Regierung reingucken und ein erstes Anliegen, das vom Volk an unsere Regierung herangetragen wurde, ist es, die friesische Kultur zu akzeptieren. Und das werden wir natürlich machen. Ja, gibt es nichts, was dagegen spricht. Die Förderung der Kultur bestätigen wir. Und die Stände sind auch an uns herangetreten, an unsere Regierung. Und es wird eine neue Versammlung einberufen werden. Jetzt nachdem die Gebiete der Nordsee-Bauernrepubliken vereinigt wurden und die Kultur akzeptiert wurde, soll es eine neue Versammlung geben. Ich denke, das passt zeitlich jetzt sehr gut rein. Die Agenda des Parlaments. Die Stände von Dithmarschen haben Agenden für das einberufene Parlament vorgeschlagen. Die Bevorzugung einer der Stände könnte hier langfristig große Vorteile haben. Okay, es geht wieder zwischen zwei Vorschlägen auszuwählen. Dem des Klerostandes und dem des Bürgerstandes. Die Agenda verbessert die Beziehung zum Papst. Bedingung ist, Meinung vom Kirchenstaat über Dithmarschen ist wenigstens 100. Ja, das musste jetzt hier kommen, nachdem wir den Diplomaten in der letzten Folge für einen Monat hingeschickt haben und dann wieder abgezogen haben, weil der gegenüber einem König loyal ist, dem englischen König, was wir nicht hinnehmen wollten. Der Vorschlag des Bürgerstandes sieht vor, dass in Groningen die Produktion ausgebaut wird. Das würde die Loyalität jeweils erhöhen und im Falle des Bürgerstandes würden wir Dukaten dazu bekommen. Allerdings haben wir keine Macht gerade über. Und erst recht nicht in dieser frisch eroberten und noch sehr autonomen Provinz Groningen jetzt Macht zu investieren. Es war recht vielversprechend hier bei der Tuchproduktion die zu erhöhen, zumal hier im Ackerland die Kosten auch recht niedrig sind. Der Klerus ist mittlerweile auch wieder ziemlich loyal uns gegenüber. Ich glaube, über 60% würden wir mehr von den Steuereinnahmen abbekommen. Und würde sich das eigentlich auch auf den Einfluss auswirken? Nein, nicht direkt. Aber ich tendiere dazu, einfach nicht den Bürgern hier jetzt noch mehr entgegenzukommen. Da werden wir jetzt uns einfach mal den Klerus anschließen und doch die Beziehungen zum Papst verbessern. Wenn die das wünschen, dann tun wir das. Vielleicht sehen sie ja selbst die engen Verbindungen des Papstes zu nach England kritisch und wollen, dass wir als Republik unseren Einfluss ausdehnen. Okay, wenn die das so sehen, dann folgen wir denen, nehmen das an. Gucken dann mal, wie es hier in Dänemark aussieht. Und ich denke, ziehen wir hier aus Wolgast vorerst unseren Diplomaten ab, bringen ihn dann hierher zum Kirchenstaat. Und wenn der andere Diplomat in Dänemark nichts mehr erreichen kann, dann kümmert der sich, oh, da wurden kölnische Truppen geschlagen. Ich kann auch mal die Geschwindigkeit auf 3 runterstellen. Also, jetzt mal kurz in der Pause. Wenn der Diplomat in Dänemark nichts mehr erreichen kann, dann wendet er sich unseren Verbündeten wieder zu. Unsere Truppen brauchen noch mehr Moral. Nichtsdestotrotz können die sich hier schon mal ein bisschen entgegenbewegen, denke ich. Je nach Meppen, sogar bis nach Osnabrück. Münster steht hier auch gerade auf unserer Seite.
Also, mein eigentliches Ziel, Aachen wird jetzt gerade schon belagert, Oberhessen wird wieder befreit und Mainz wird belagert. Da würde ich jetzt aber erstmal auf die Festung setzen und die zermürben lassen. Wenn wir hier auch rein angreifen, ist es zu wahrscheinlich, dass die 8000 uns da irgendwie abfangen. Ich denke, Goslar ist ein schönes Ziel. Oh, wir müssen hier allerdings über Paderborn laufen. Das ist mir jetzt alles noch zu knifflig. Wir müssen mindestens noch 2 Monate abwarten, bis unsere Moral in einem vernünftigen, also wieder voll ist. Und vorher möchte ich mich hier nicht mit den anderen Armeen anlegen. So. Da läuft jetzt allerdings die sächsische Armee in unsere Filde. Das gefällt mir nicht. Hier könnten wir Truppen von Goslar vielleicht abfangen. Bleiben wir mal lieber in Hoja stehen. Interessant, das fällt mir jetzt erst auf. Die haben sich von Kahlenberg, hat sich hier unabhängig von Braunschweig erklärt. Sehr interessant. Braunschweig betrachtet das immer noch als Kernprovinz. Waffenstillstand mit Münster, nicht mit Braunschweig und Bündnis mit Baden. Okay. Ich möchte jetzt hier ungerne über die Weser laufen. Ist das hier schon die Weser? Ja, diesmal können wir nicht den Umweg über Hamburg nehmen. Ich denke, bei diesen Kräfteverhältnissen sollte das auch so gut möglich sein, hier über mit dem Überquerungsmalus über dem Meerenge diese Truppen zu schlagen. Und das gelingt auch sehr gut. Wir hätten auch den Malus vom Sumpfgebiet, was das Ganze wieder etwas ausgeglichen hat. Goldenes Zeitalter für Portugal. Okay, soweit so üblich. Ja, solange wir die 4000 Truppen hier alleine erwischen können. Köln kommt hier auch ran. Ziehen wir mal direkt weiter. Und wir kriegen die 1000 alleine. Das ist auch ganz nett. Ziehen wir nach Niederhessen weiter. Also das eigentlich die interessante Zielprovinz. Ja, wir haben immer einen Belagerungsanführer mit einer Fähigkeit da drin. Ich glaube, nach Möglichkeit ziehe ich jetzt hier die Belagerung durch. Die 4000 Sachsen kommen wieder zurück. Die anderen sollen bitte uns einfach nur die anderen kleinen versprenkelten Armeen vom Leib halten. So, den aus Dänemark rufen wir wieder ab. Wir könnten auch erzürnte Nationen besänftigen. Gucken wir mal ins Meinungsbild rein. Hier unten haben wir ein paar erzürnt. Geldern ist nicht gut auf uns zu sprechen. Begehren Provinzen, ja, das kommt auch noch mit dazu. Einfach nur die Verbündeten besänftigen. Das sollten wir vielleicht auch machen.
anderer Seite bei diesen Grafen, da weiß ich nicht, wen wir noch überhaupt uns annähern sollen, was da sinnvolle Bündnisse sind, wer uns denn wirklich helfen würde. Es dauert ja auch wirklich dann noch eine ganze Zeit, bis Gefallen aufgebaut sind. Brandenburg, die hier mit Böhmen verbündet sind, sind vielleicht alle in guter Position, uns den Rücken zu decken. Sind selber mit dem Deutschen Orden und Sachsen verfeindet. Mit dem Deutschen Orden wollen wir uns aber eigentlich gar nicht anlegen. Aber auf der anderen Seite ist es uns auch relativ egal. So, Niederhessen haben wir besetzt. Da wird Goslar gerade noch belagert. Eigentlich sollten wir Oberhessen hier halten. Wir halten Überquerungsmalus. Aber wenn wir nicht direkt reinmarschieren, dann können wir die Befreiung der Provinz nicht verhindern. Selbst wenn die 4000 dazukommen, würde das dann zumindest die Belagerung unterbrechen. Marschieren wir hier durch. Die 1000 haben abgebrochen, ihre Bewegung. Kommen jetzt doch wieder mit rein. So, unsere Bewegung ist jetzt allerdings gesperrt, nachdem die Befreiung hier abgebrochen wurde. Na, schwierig, schwierig. Kommt die Verstärkung noch rechtzeitig? Mit sogar einen doppelten Malus für Überquerung und für Gelände. Beide würfeln eine Null. Aber da kommen 8000 Truppen. Mainz ist hier besetzt worden. Wir stehen tendenziell schon stärker da mit unseren guten Truppen. Warten wir auf die Verstärkung und Leuwarden fordern Privilegien in der Zwischenzeit. Das gucken wir uns erstmal an. Der Bürgerstand von Leuwarden, einer immer wichtiger werdenden Handelsstadt, hat sich heute an unseren Syndikus gewandt und um Privilegien gebeten. Ein Stand aus Friesland. Friesland würde 2 zusätzliche Grundsteuer bekommen. Und die Loyalität der Bürger würde sich um 15 erhöhen. Sie würden aber auch 2% Land bekommen. Unser Kronland ist bei 32,5%. Wir können die 2% gerade so noch abgeben, um über den magischen 30% zu bleiben. Finde ich okay. Das ist mir die Grundsteuer wert. Das gucken wir uns gleich an. Die Verstärkung kommt. Allerdings tut es sehr weh, dass wir diesen doppelten Malus haben. Aber die ersten Gegner fliehen und die Schlacht ist gewonnen. Und die größte Schlacht, die unsere Bauernrepublik bisher geschlagen hat, ist damit gewonnen sogar. Die Schlacht von Oberhessen. Unser Henning Reimers hat sich gut geschlagen. Allerdings ist auf der Gegnerseite auch ein unheimlich talentierter Schockgeneral anwesend gewesen. Aber trotz des Malus, doppelten Malus, konnten wir wesentlich mehr der Feinde besiegen und gegnerische Feinde dem Gegner mehr Verluste zufügen, als wir selbst Verluste hinnehmen mussten. So, und Dänemark berichtet von der Erbschaft des Throns von Holstein. Manchmal sind Charme oder Schönheit effizienter als Kanonen. Damit ist jetzt Dänemark direkt ein Nachbar von uns. Ändert das was an den Beziehungen? Sagen wir hier mal, wir sind freundlich euch gesonnen, auf jeden Fall. Minus 9. Das ist schon ganz gut, wenn sie uns jetzt noch auch freundlich gesinnt werden. Sollte das Bündnis möglich werden. Und Niederhessen geben wir mal an Köln. Auch wenn es nicht Kriegsziel ist und wir mit der Hauptstadt einen schönen separat reden hätten schließen können, aber das ist halt
ja, auch nur rollenspielerisch sinnvoll, das jetzt eben auch in Kölner anzugeben. Wir haben an diesem Gebiet kein Interesse und von daher brauchen wir es auch nicht. Und selbst mit der Besetzung hier herumplagen. Außerdem kann es auch gut sein, dass Köln erst Frieden schließen würde, wenn sie beide Provinzen nehmen können. Das erfahren wir, wenn sie dann Frieden schließen. Wir könnten hier nach Goslar marschieren, da die Belagerung unterstützen. Oder wir verfolgen die Truppen aus Sachsen, die sehr wahrscheinlich sich in ihre Hauptstadt flüchten. Sind hier auch genügend Truppen in Goslar da? Die Truppen fliehen. Können wir hier unten die 1000 wahrscheinlich dann auch nicht erreichen? Die Festung werden wir nicht belagern. Ah, wir erwischen hier 1000. Schön. Und Blut wird fließen. Es gehen Gerüchte um, dass Wolgast einen Angriff auf Mecklenburg in einem Aggressionskrieg vorbereitet. Davon erfahren wir, weil der Herrscher eine lockere Zunge hat. Mit Wolgast sind wir verbündet. Das heißt, wir ziehen uns wahrscheinlich in einen Krieg gegen Mecklenburg mit rein, die wiederum mit Lüneburg verbündet sind. Leider können wir von Lüneburg nichts nehmen. Das bringt mich jetzt auf eine Überlegung, wann Verbündete von Oldenburg angreift, um in einen Krieg mit Oldenburg zu kommen. Aber das wäre jetzt auch schon wieder sehr Spielmechanik ausnutzend. Also als rein rationaler Spieler ist das halt eine ganz nette Möglichkeit, um zum Beispiel dieses Hansebündnis hier zu umgehen. Auf der anderen Seite wird es auch unheimlich viel Meinungsmalus und aggressive Expansion bedeuten, von so einem Nicht-Kriegsziel dann eine Provinz zu nehmen und sie auch vollständig zu annektieren. Gefällt mir bis jetzt nicht, diese Möglichkeit. Außerdem müssten wir dann auch Münster angreifen, so als noch realistischstes Ziel. Lüttich liegt nicht in unserer Reichweite. Nein. Das ist keine Option. Nicht so weit. Und jetzt kommen hier aber auch eine Menge Truppen wieder zusammen. Die versprengen sich. Okay, wäre jetzt zu euch nach Goslar gekommen, aber dann halt nicht. Okay. Die erwischen 2000 Sachsen in Erfurt. Die Truppen ziehen weiter. Die bewegen sich jetzt nach Dithmarschen. Das gefällt mir nicht. Wo bewegen sich diese Hessen hier hin? Können wir hier in Leipzig irgendwas erbeuten? Ja, von daher ich mir jetzt erstmal diese Bewegung an. Noch bis Monatsende. Sollen sich bitte verbündete Truppen uns anschließen. Die hier nehmen wir noch kurz mit. Und dann, ja, bewegen wir uns mal nach Werden, noch nicht nach Stade. Aber die sind mehr daran interessiert, Goslar zu besetzen. Dann erlasst hier wieder den Verteidigungserlass. Das ist wichtig. Mainz befreit Mainz. Münster besetzt hier Koblenz. Oder belagert erstmal Koblenz. Ist Aachen besetzt?
Nee. Die Moral dieser Truppen ist hier natürlich unheimlich schlecht. Aber die sind uns auch ums mehr als das Doppelte überlegen. Und sie können unseren Hafen nicht besetzen. Das heißt, so ein bisschen hält Dithmarschen immerhin durch. Unsere Truppen sind von den Zahlen her auch stark angeschlagen. Nach Aachen kommen wir nicht durch. Dann stellt euch mal nach Leipzig. Ja, der Kölner General hier hat auch eine Belagerungsfähigkeit immerhin. Ja. Die Pause wollte ich nicht drücken. Sollten wir uns jetzt doch hier mit nach Dresden stellen, diese Belagerung durchführen? Ich glaube, ansonsten kann dieser Krieg hier nicht abgeschlossen werden. Auch wenn Hessen keinen Kriegsenthusiasmus mehr hat. Warten wir den Monat noch ab, da gibt es einen solchen Ausbruch in Goslar. Ja, schwierige Entscheidung. Ich habe keine Lust, hier zu viele Truppen bei einer Festungsbelagerung zu verlieren. Auf der anderen Seite kommen wir mit unseren paar tausend Soldaten aber auch nicht hier gegen diese 13.000 an, die sich auch noch weiter regenerieren. Schwierig. Wie das weitergeht, gucken wir uns in der nächsten Folge an. So, an dieser Stelle hatte ich jetzt aus Versehen schon vorzeitig das Staffelende verkündet. Das ist es natürlich noch nicht. Eine Folge folgt morgen noch. Bis dahin, alles Gute.